Für den Wirtschaftsbund Niederösterreich geht es bei der bevorstehenden Wirtschaftskammerwahl um wichtige Punkte, um den Wirtschaftsstandort Niederösterreich nachhaltig abzusichern. Die vielen Betriebsbesuche untermauern die wichtigsten Wirtschaftsbundforderungen nach Abbau der Bürokratie und der überbordenden Kontrollen sowie Verwaltungsvereinfachung, die auch der neue Wirtschaftslandesrat auf seiner Agenda hat. In einer Pressekonferenz in St. Pölten sicherte aktuell der Wirtschaftsbund Niederösterreich dem neuen Landesrat volle Unterstützung zu. Jochen Danninger war unser Wunschkandidat für diese Position und es freut mich, dass du nun das Regierungsamt übernommen hast. Nur im Miteinander können wir den Standort Niederösterreich weiterentwickeln und voranbringen. Hier möchte ich noch stärker als bisher den Schulterschluss mit dem Wirtschaftsbund und der Wirtschaftskammer Niederösterreich suchen. Die Bereiche Digitalisierung sowie Infrastruktur und dabei vor allem der rasche Ausbau der Schnellstraße S8 im Machfeld zählen zu den vordringlichsten Forderungen. Das Thema Infrastruktur ist uns auch ganz besonders wichtig. Der aktuelle Schulterschluss im Landtag zeigt, wie groß die Einigkeit bei diesem Thema ist, die Machfeld-Schnellstraße S8. Die S8 ist für uns unverzichtbar, für uns in der Wirtschaft. Wir müssen Infrastruktur für Regionen Machfeld schaffen und die bestehenden Landesstraßen entlasten. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit wird der neue Landesrat das weite Feld der Förderrichtlinien in Angriff nehmen. Ein Punkt, den ich sofort angehen möchte, ist unsere Förderrichtlinien zu modernisieren. Die Richtlinien orientieren sich an der Förderperiode der Europäischen Union und diese neue Periode beginnt für die Jahre 2021 bis 2028 und daher möchte ich dieses Zeitfenster jetzt nutzen, um sie gründlich zu erneuern. Danninger legt jedenfalls großen Wert auf breite Zusammenarbeit. Dem Wirtschaftsbund Niederösterreich und dir an der Spitze, lieber Wolfgang, wünsche ich für die anstehende Wirtschaftskammerwahl alles Gute und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, denn wenn es zwei gibt, die sich auch so persönlich gut verstehen, dann ist es das Beste für den Standort und ich freue mich auf viele gemeinsame Projekte und viele gemeinsame Erfolge. Danke dir. Die Wirtschaft in Niederösterreich kann sich also auch weiterhin der vollen Unterstützung des Landes sicher sein.